hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema zum zweiten Hochbeete für die Hanglage. Hier sieht man das sozusagen in Natura, wie das in den Hang hier an der Giardina reingebaut ist, auf 3, 4 verschiedenen Ebenen. Und jetzt erklärt uns Marco Sager noch, wie das dann sozusagen theoretisch aussieht, wie das im Hintergrund aussieht, was, wo, wie hält. Marco. Also wir haben hier die Hochbeetanlage mit diesen Pratzen oder Schlaudern. Die Anker. Ja. Also das Terrain wird so vorbereitet, dass man das so hinstellen kann. Also man baut Terrassen eigentlich. Genau, die Terrassen müssen vorgebaut werden. Ja. Dann müssen die 4 Löcher hier gebohrt werden, damit diese Pratze dann schön einnivelliert werden kann. Ja. Und die werden einbetoniert am Ende. Und dann am Schluss, wenn alles schön steht, werden die einbetoniert. Da muss man es trocken lassen und dann kann man das, was man weggenommen hat, auch wieder... Gefällt Ihnen das? Gefällt mir das. Ich habe Rückenweh mehr, wenn ich das habe. Jetzt haben Sie keinen Rückenweh mehr, wenn Sie so einen Garten haben. Ja, genau. Aber haben Sie so einen Hang, wo man das hinmachen könnte, oder ist bei Ihnen alles flach? Alles flach. Alles flach? Ja. Okay. Also hoffen wir, dass Sie mal einen Hang haben, dann können Sie sowas hinbauen. Ja, also ich weiß nicht. Ich habe so dort von 35 Jahren gewohnt, von unserem Haus, ja. Okay. Ja, okay. Aber das gefällt mir eigentlich. Okay. Sehr schön. Dass man eben sich nicht bücken muss. Nein, ja? Eben, das ist gut für den Rücken. Genau. Für mich wie eine ältere Frau, ja, oder Männer. Genau. Ja, ja, aber sagst das doch. Okay. Herzlichen Dank, ja. Okay, also... Wir haben gesehen, der Vorteil ist klar, man muss sich nicht bücken. Auch wenn man keinen Hang hat, ist ein Hochbeet interessant. Könnte man dann dieses Hochbeet, also nur ein Element, auch in die Fläche reinbauen? Ginge das auch? Genau, dann hätten wir die anderen Modelle, die haben wir da drüben. Okay. Das sind die einfachen Modelle, die auch günstiger sind, weil es natürlich nicht diese ganze schwere Konstruktion braucht. Okay, schauen wir nachher nochmal. Also nochmals hier kurz einbetonieren, also die einzelnen Anker werden eingebetoniert, das Ganze wird nivelliert, wird fertig installiert und dann werden dann die Holzpranken, die Holzplatten eingebracht und dann wird aufgefüllt. Genau. Ja. Wenn man jetzt sowas baut in dieser Größenordnung, wie lange seid ihr da dabei gewesen? Wie viele Leute haben da gearbeitet? Also jetzt, diese Konstruktion haben wir in 2 Tagen aufgebaut. Mit wie vielen Leuten? Waren wir zu dritt etwa. Das ist eigentlich noch ganz vernünftig, hä? Ja. Im Gelände würde man länger brauchen oder weniger lang brauchen? Das kommt ein bisschen auf den Hang drauf an, wie schwierig das Abtragen ist, ja. Aber ungefähr auch so 2, 3 Tage so. 2 Tage für so einen Garten, der einen das ganze Leben erfreut. Ich denke, das könnte sich schon lohnen, auf jeden Fall, wenn man weitergärtnet.